Freitagverein, habt ihr da Lust drauf? Das ist ja so ein bisschen dazu da, damit wir, damit wir heute ein bisschen den Urlaub nutzen können. Na? Seid ihr schon heiß? Auf jeden Fall. Boah, Marvin, was mit dir? Hast du Bock drauf? Oh ja, ich bin auch total heiß darauf. Hast du das schon mal gemacht? Nee. Also ich auch noch nicht. Bin echt gespannt, wie es sein wird. Hey Jungs, schau mal da, wie der kommt. Das muss unser Kajakführer sein. Hey Leute, ich bin's, Onkel Joe. Ich bin heute euer Tourguide. Na Freunde, habt ihr schon Bock drauf? Ah, hallo Joe. Natürlich haben wir Lust, ne? Alles fit bei dir? Ah, super, bei mir ist alles gut. Ich hab schon gesehen, die Ghostbusters sind heute bei mir zu Gast. Aber Moment mal, Zapmore? Dich kenne ich doch irgendwoher. Kommst du nicht aus Playmobil City? Ist deine Mutter nicht, wie hieß sie nochmal? Maria? Was? Woher weißt du denn das? Ach, Zapmore, erkennst du mich nicht mehr? Ich bin Onkel Joe, ich kenne dich seitdem du so groß bist. Ich kenne deine Mutter, wir sind früher zusammen zur Schule gegangen. Ah, das glaube ich jetzt aber nicht, Onkel Joe. Oh, jetzt macht's aber mal bei mir Klick, natürlich kenne ich dich. Wobei, da war ich jetzt wirklich noch ein ganz, ganz kleiner Junge. Ja, ich habe was aus mir gemacht, ich bin ein Ghostbuster. Allerdings sind wir im Moment im Urlaub, weil wir verboten wurden vom Bürgermeister. Oh, okay. Das freut mich zu hören, Zapmore. Sag mal, wer sind denn die anderen beiden? Gehören die zu dir? Ganz genau, die gehören zu mir. Die waren unsere Praktikanten, bevor wir verboten wurden. Das sind Marvin und Jonas. Hallo. Hi. Ja, moin, Jungs. Oh, ich hoffe, hoffentlich habt ihr heute Bock, mit uns Kajak zu fahren. Habt ihr das schon mal gemacht? Natürlich haben wir Lust. Wobei, gemacht haben wir das noch nicht. Also, ich weiß nicht, wie das so ist. Das wird aber nicht so schwer sein, oder, Onkel Joe? Aber... Onkel Joe, ganz kurz noch nebenbei, du hast ja voll das coole Auto. Boah, stimmt. Guck mal hier. Boah, da ist ja nur so ein Anhänger. Uiuiui, damit kann man bestimmt ganz viele schwere Sachen ziehen. Ja, Marvin, guck mal hier oben. Da ist unser Kajak. Ich glaube, damit fahren wir oder paddeln wir heute. Ah, stimmt. Das muss das Kajak sein. Oh, cool. Genau, Jungs, das ist das Kajak und heute werdet ihr damit fahren. Also ihr werdet bestimmt ganz, ganz, ganz viel Spaß damit haben. Jungs, benehmt euch, handelt ihr nicht so rum. Oh ja, tut mir leid. Entschuldigung, das kommt nicht mehr vor. Wir sind jetzt aber schon wieder auf dem Boden. Ach, der Zapmore, der hat sich ja kein Stück geändert. Du bist immer noch so streng und diszipliniert. Das sind doch nur Kinder. Aber na gut, egal. Lass uns mit der Tour anfangen und steigt alle ins Auto ein. So, meine Freunde, haltet euch fest, es geht los. Oh ja, wir fahren Kajak, es geht los, Marvin. Juhu. Ja, endlich. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier angekommen. Hier startet die ganze Tour. Und was ihr jetzt noch machen müsst, ist das Kajak da runterzuholen vom Auto. Und dann gebe ich Zapmore die ganzen Navigationsdaten. Alles klar, das klingt ja schon mal gut. Dann kannst du ja gleich losgehen mit dem Kanu fahren. Aber vorher müssen wir noch das Kanu runterholen. Jungs, das könnt ihr nicht übernehmen. Holt ihr das mal eben runter? Ja, kein Problem. Okay, Jonas, ich nehme dann diese Seite hier. Ich heb dann hier und dann hebst du auf der anderen Seite hoch und dann können wir das bestimmt zu zweit runterhieven. Alles klar, Marvin, das ist eine gute Idee. Warte ganz kurz, ich packe kurz hier an. Okay, auf drei können wir es runterhieven, okay? Eins, zwei, drei. Geschafft! Ah, super, klasse Leistung. Wir sind einfach ein Dreamteam. So ist es. Gut gemacht, Jungs. Super, das habt ihr sehr gut gemacht. Also folgendermaßen, sag mal, du hast jetzt von mir schon die Karte bekommen und Kajak habt ihr auch, paddeln auch. Also ich wünsche euch viel Spaß. Ihr müsst einfach nur da unten im Fluss entlang paddeln und ich fahre dann schon mal mit dem Auto runter und hole ich dann später ab. Dann viel Spaß. Okay, alles klar. Das klingt ja nach einem guten Plan. Dann kann es ja endlich losgehen. So, Jungs, dann fahre ich schon mal vor, dann sehen wir uns unten. Boah, ist das schon lange. Die brauchen ziemlich lange mit dem Paddeln. Moment, da hinten ist doch irgendwas. Ah, ich glaube, da kommen die ja schon. Jungs, ich stehe hier. Jungs. Hey, Onkel Joe. Boah, das hat richtig Spaß gemacht. Oh ja. Boah, ich hätte nie gedacht, dass das so cool ist. Ah, super. Das freut mich zu hören, dass ihr Spaß hattet. Aber ich muss jetzt auch schon leider sagen, dass die Tour vorbei ist. Wir müssen jetzt auch die ganzen Sachen einräumen und dann geht's wieder schon zurück ins Hotel. Oh, ehrlich, ist schon vorbei. Oh, ich könnte eigentlich noch ein bisschen paddeln, oder Marvin? Ja, ich hätte auch noch Lust gehabt. Oh, schade. Ja gut, dann helfen wir kurz noch mit dem Kajak und dann hieven wir es wieder rauf aufs Auto. Ah, klasse, Jungs. Jetzt ist alles befestigt, ist alles wieder oben. Wir können jetzt auch da direkt lossteigen. Also steigt ins Auto ein und dann fahren wir zurück ins Hotel. So, da sind wir jetzt wieder am Hotel. Jungs, ich bin schon ganz schön müde vom ganzen Kanufahren. Ich würde vorschlagen, dass wir direkt aufs Zimmer gehen, damit wir schlafen können.
Direkt aufs Zimmer? Das geht nicht, weil... wir können doch was essen, oder? Seppmo, hast du nicht noch Hunger? Ja, genau, wir gehen was essen. Na gut, ihr habt mich überredet. Was essen, das klingt natürlich auch nicht schlecht. Ich habe vom ganzen Kanufahren nämlich auch ganz schön Hunger. Na gut, dann gehen wir mal jetzt ins Hotel essen. So, jetzt sind wir schon mal im Foyer. Du, Seppmo, jetzt wo der Tag so zu Ende geht, wie fandst du eigentlich so deinen Geburtstag? Bist du zufrieden, oder? Hattest du auch Spaß? Im Großen und Ganzen fand ich meinen Geburtstag schon ganz okay. Ich hätte ein bisschen mehr Action gerne gehabt, also so eine Party oder so. Das wäre schon eine feine Sache gewesen. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Ich bin jetzt auch nicht tot traurig darüber, wobei eine Party schon ganz schön gewesen wäre. Ja gut, dass du nicht traurig bist. Wollen wir dann was essen gehen? Willst du nicht schon mal vorgehen? Wir kommen danach. Das ist eine gute Idee. So machen wir das dann. Okay, dann gehen wir mal ins Esszimmer. Moment, da ist doch das Licht aus. Der Schalter ist ja aus. Wieso ist hier denn gar kein Licht? Das ist doch komisch. Hier ist doch sonst normalerweise immer Licht an. Überraschung! Ich bin ja baff. Eine Überraschungsparty für mich. Ich bin ja hin und weg. Ihr seid wirklich die besten Freunde, die ich mir vorstellen kann. Überraschung, Seppmo, das war alles geplant. Die anderen sind alle hier geblieben und wir sind extra mit dir mitgefahren, um dich abzulenken. Ganz genau. Wir haben den ganzen Tag nur darauf hingearbeitet, dass du diese Überraschungsparty kriegst. Hey, Seppmo, alte Hundelunge, alt bist du geworden. Ah, gefällt dir das hier alles? Wir haben das alles extra für dich gemacht. Oh, Tali, vielen Dank für die Gratulation. Oh, ich bin wirklich hin und weg von diesem Ambiente. Es ist einfach vorzüglich. Das ist schön zu hören, dass es dir gefällt. Aber, Seppmo, weißt du was? Zu einer richtigen Geburtstagsfeier gehört nicht nur die richtige Atmosphäre, sondern auch die richtige Musik. Und die werden wir dir jetzt singen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Seppmo. Happy Birthday to you. Yay! Oh, Seppmo! Oh, noch ein eigenes Lied extra für mich. Das hat den Abend ja jetzt wirklich perfekt gemacht. Ich bin total gerührt, Jungs. Und weißt du was, Seppmo? Was noch zum Geburtstag dazugehört? Ein Geschenk! Hier, Seppmo, hier ist dein Geschenk. Öffne das sofort! Noch ein Geschenk für mich? Oh, das ist ja nicht zu glauben, was ihr alles für mich tut heute. Okay, dann öffne ich mal das Geschenk. Mal schauen, was da drin ist. Vielleicht ein neuer Protonenstrahler, wer weiß. Oh, eine neue Tasse. Das ist ja wirklich ein fabelhaftes Geschenk. Die habe ich mir schon immer gewünscht, diese Tasse in grün. Oh, das ist ja wirklich... Ihr habt ja wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Oh, Jungs, ich bin euch so dankbar. Seht ihr, Leute, ich hab's doch gesagt, er freut sich über die Tasse. Und ihr wolltet ihn erst Socken schenken. Ha, gut, dass ich euch überstimmt habe. Also, aber genug gestartet. Wie wär's, wenn wir jetzt alle zusammen rübergehen ins Zimmer und zusammen ein Foto schießen? So, ich stehe jetzt richtig. Was mit dir, Marvin? Ich glaube auch. Und vor allem stehe ich richtig mit diesem Bart. Das sieht richtig cool aus. Seid ihr alle bereit? Seppmo, du musst noch auf den Auslöser drücken. Oh, okay. Das mache ich dann jetzt. Okay, dann geht's jetzt los in 1, 2, 3. Tschüss! Hey Leute, das war's leider schon wieder mit dem Video. Oben rechts könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr auch auf die Glocke klicken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!